Der hat sogar einen Stick in der Hand. Was? Das sieht ja richtig realistisch. Und der schlägt sogar. Wie cool ist das denn? Und genau deswegen habe ich damals erst eine Ender Games Kid-Serie angefangen und nicht eine Skywars Kid-Serie. Guckt euch mal bitte an, wie cool die Kids sind. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge der Ender Games Kid-Serie und heute eine sehr emotionale Folge, Freunde. Denn das hier ist eventuell die letzte Folge, denn wir sind jetzt beim Schattenkid und das ist eigentlich das letzte Kid. Aber, Leute, aber, ganz wichtig, wir könnten noch mit dem Random Kid spielen. Das ist zwar kein richtiges Kid, aber ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass Leute noch wollen, dass ich eine Folge mit dem Kid mache. Und wir haben am Anfang diese ganzen Starter-Kids nicht gemacht. Das wären auch nochmal 4 Stück. Jetzt ist die Frage, wollt ihr diese Starter-Kids noch sehen in der Ender Games Kid-Serie oder nicht? Ich habe die halt damals nicht mit reingenommen, weil das sind halt Kids, die hat jeder und ich wollte ein paar neuere Kids zeigen halt oder die Kids zeigen, die halt nicht jeder hat, um euch vielleicht auch so ein bisschen dabei zu helfen, so, yo, welches Kid soll ich mir jetzt kaufen und welches nicht, und die Starter-Kids hat halt sowieso jeder, Leute. Deswegen schreibt jetzt einfach mal in die Kommentare, wollt ihr diese Starter-Kids noch sehen oder nicht, und lasst ein Like da. Ah ja, und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr eine Folge mit dem Random-Kid haben wollt oder nicht. Also, das Schatten-Kid. Du kannst dich selbst mit Hilfe von Schattenessenzen klonen, um bei deiner Flucht Gegner zu verwirren. Außerdem kannst du deinen Klon als Ablenkung für kommende Gegner nutzen, da sich dieser wie ein Spieler verhält. Du bekommst pro Teleport 3 und pro Kill 5 Schattenessenzen und als Ausrüstung haben wir 32 Schattenessenzen. Da geht die Runde auch schon los. Ich bin wirklich richtig gespannt, wie ich mich mit diesem Kit anstelle, denn das ist so ein Kit, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das cool benutzen kann. Also ich kann mir noch so gar nicht richtig vorstellen, wie ich damit jetzt gut spiele oder sonst was. Und das ist auch so ein Kit, das habe ich bis jetzt noch fast nie gesehen, glaube ich, während ich Ender Games gespielt habe. Ich glaube, ein oder zweimal, mehr nicht. Und das war es halt schon. Ganz wichtig, ja, die Tipps habe ich natürlich auch wieder alle gelesen unter dem letzten Video. Ich brauche eigentlich nur einen Holzblock, weil wenn mein Gegner mehr als 50 Blöcke entfernt ist und ich dann so einen Teil hier benutze, so einen Klon, dann baut der automatisch ein Crafting Table. Aber meistens sind die Gegner ja am Anfang noch relativ nah. Deswegen mache ich das jetzt erstmal noch nicht. Und wir machen uns eine fette Dia-Chestplate. Das ist ein guter Anfang. Dann noch ein Lederhelm dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt klug war, das so zu machen. Aber egal. Und ein gutes altes Holzschwert. Ich würde das jetzt erst einmal ganz gerne testen. Oh, der ist sogar, der ist relativ weit entfernt. Ich hätte also wirklich einfach so machen können. Und ja, jetzt placed er nämlich den Crafting Table, Leute. Ah, und jetzt tut er so, als ob er craftet. Jetzt könnte ich auch einfach hier so. Der hat sogar einen Stick in der Hand. Was? Das sieht ja richtig realistisch. Und der schlägt sogar. Wie cool ist das denn? Und genau deswegen habe ich damals erst eine Ender Games Kid Serie angefangen und nicht eine Skywars Kid Serie. Guckt euch mal bitte an, wie cool die Kids sind. Hier ist Mofa Rider direkt. Der wird mich wahrscheinlich killen. Aber egal. Bam. Nein, wir kämpfen jetzt Mofa Rider. Ich habe ausnahmsweise guten Stuff. Deswegen, da muss ich auch mal kämpfen, wenn ich guten Stuff habe. Ja, ausnahmsweise. Wobei, oh, der hat auch guten Stuff, glaube ich. Okay, Rückzug, Leute. Rückzug. Ich weiß nicht, was jetzt genau passiert. Die laufen alle mit mir zusammen weg und der hat mich fast gekillt. Ich habe einmal eine Dia-Chestplate und Mofa Rider killt mich halt trotzdem, obwohl er nicht mal Rüstung hat. Das gefällt mir jetzt gar nicht, Leute. Ich glaube, der ist jetzt auch relativ low und wird jetzt noch von wem anders verfolgt. Oh ne, der hat jetzt einen Switcher benutzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, dass ich gleich... Oh Gott. Ganz schnell einfach so ein paar Leute spawnen hier und ein bisschen wegrennen. Ich hoffe, dass die Falschen jetzt gechased werden hier, weil ich muss ganz schnell weg hier. Warte mal, kann ich... Oh nein! Oh, der hat sich mit einer Enderperle auf mich draufgepölt. Ich hätte nicht auf den Teleporter gehen sollen. Okay, 50 Blöcke sind doch relativ machbar am Anfang, dass der Gegner so weit entfernt ist. Deswegen werde ich jetzt echt einfach mir immer nur noch einen so einen Holzstamm gönnen. Und dann den Crafting Table, den kriegen wir einfach hier umsonst, Leute. Das ist auch schon ein Gegner. Geh auf deinen anderen! Was? Woher wusste er das? Achso, ich habe Rüstung angezogen. Deswegen wusste er, dass ich das bin und nicht der andere. Das ist absolut gar kein guter Start jetzt, Leute. Ich glaube, ich bin schon wieder direkt tot. Ich weiß nicht genau, wie ich das Kit hier cool nutzen kann. Ist der Gegner denn noch bei mir? 34 Blöcke? Okay, ich glaube, er ist einfach ab. Ich glaube, der ist im Falschen hinterhergerannt. Ich habe halt wieder nur so richtig schlechten Stuff jetzt, aber ich werde das einfach richtig YOLO-mäßig hier vorne auf den... Okay, ich werde doch nicht auf den Gegner gehen, der hat mich schon gesehen. Ich wollte den Überraschungseffekt haben, aber so habe ich keinen Bock darauf. Ja, so habe ich keinen Bock, weil ich habe auch immer noch keine Chestplate. Ne, der ist direkt hinter mir. Ich glaube, der hat sich gepearlt und der wurde weggeportet. Oh, und der geht jetzt auf den Falschen, Leute. Vielleicht können wir da jetzt dann doch irgendwie... Pass auf, ich komme jetzt so da angerannt hier, zack. Und vielleicht weiß er jetzt nicht, wer der Richtige ist. So machen wir dann nochmal, damit sein Bogen mich nicht unbedingt trifft. Jetzt rennt er dem Falschen hinterher. Hat mich gesehen. Ich sterbe. Pass auf, Leute. Hier ist ein Gegner. Oh, der sieht auch noch gar nichts. Dann können wir ihn jetzt vielleicht irgendwie so killen hier einfach. Der hat sich einen Heiltrank. Nee. Den Trank der Regeneration, den behalte ich mal ganz schnell für mich hier. Problem ist, dass ich mir jetzt eine Goldhose craften kann. Aber, oh, der Gegner ist schon bei mir direkt. What? Warte mal, zack. So gehen wir auf den drauf. Dann machen wir noch ein paar Dingens. Dann weiß er nicht genau, wo ich bin. Problem ist, im Wasser funktionieren die nicht. Aber da haben wir den nächsten Kill, Leute. So, ist der nächste Gegner jetzt weit entfernt. 63 Blöcke. Problem ist das... Warte, ich brauche die Schattenessenzen. Problem ist das, glaube ich, ich gleich geportet werde. Mal gucken. Ich werde erstmal eine spawnen hier. Und vielleicht kann der mir halt jetzt eine hübsche Hose machen. Warte mal, Leder und Gold. Chestplate ist wahrscheinlich gleich gut, ne? Egal. Zack, jetzt haben wir schon mal eine Hose hier noch mit dazu. Das ist doch perfekt. Oh, da vorne sind auch schon die nächsten, meine Leute. Die sind da sogar
gerade noch am Fighten. Okay, der eine hat ihn jetzt bekommen. Ich werde mich da jetzt einfach mit einmischen. Ich spawn mal nebenbei so ein paar Viecher hier. Zack, dann ist er ein bisschen verwirrt. Ich pearl mich da einfach hin, komm. Was soll's, noch eine Enderperle. So, und dann ist er auch schon direkt down. Der war ja relativ low, deswegen konnten wir da einfach so aggressiv draufgehen. Ja, das war ein bisschen blöd. Ich habe zwei Enderperlen geworfen und dadurch doppelten Schaden kassiert. Aber es hat trotzdem zum Glück irgendwie geklappt. Und ich glaube, der hatte sogar noch zwei Dias. Aber der hatte auch sogar noch irgendwie einen Dia-Helm. Jawohl, perfekt. Den wollte ich haben. Oh, Leute, ich sehe sogar gerade, es lebt nur noch ein anderer Spieler und ich wollte die Chest hier looten und jetzt sie einfach weggeportet. Das heißt, wenn wir Glück haben, könnten wir sogar einen Win holen, aber ich glaube nicht, weil der wird wahrscheinlich ziemlich gute Rüstung haben und ich brauche halt noch eine Dia-Chestplate und eine Dia-Hose oder wenigstens irgendwie vielleicht eine Dia- oder Eisenhose oder sowas. Warte, eine Eisen-Chestplate kann ich mir jetzt sogar gerade craften, sehe ich. Aber abgesehen davon sind wir halt echt nicht so gut dabei. Ja, da vorne ist er auch schon, Leute. Warte, da war ein Goldapfel drin, oder? Gib mir den Goldapfel. Ah, gib mir den Goldapfel. Er trifft mich zum Glück nicht so gut. Ich habe aber den Goldapfel mit drin genommen. Jetzt spawnen wir ein paar von diesen Teilen. Ich spam die auch teilweise, glaube ich, immer ein bisschen zu viel. Aber ich meine, wir haben so viele davon. Da kann ich jetzt auch alle restlichen benutzen. Dann pearl ich mich mal ganz kurz dahin. Dadurch ist mein Goldapfel-Buff aber leider auch weg. Ich gönne mir mal ganz kurz die Heiltränke. So, wir gönnen uns auch den Trank der Regeneration für den Kampf hier jetzt einfach, würde ich sagen. Und ich spawn noch mal ein paar. 7 Stück habe ich auf jeden Fall noch. So, der ist auch ein bisschen verwirrt jetzt, glaube ich, gerade. Ein Hit hat er. Er ist im Wasser. Und der hat auf jeden Fall, glaube ich, einen Bogenschützen-Kit. Das Ungeheuer-Kit, das heißt, er kann mich nicht, ja, das heißt, er kann mich nicht mit einem Schwert oder sowas treffen. Das heißt, es war perfekt, dass er da im Wasser drin war. Ich habe ganz oft das heiß gesagt, aber egal, wir haben sogar mit dem Kit gewonnen. Hätte ich nach den ersten beiden Runden gerade nicht gedacht, aber läuft. Ja, spam mal ruhig weiter mit deinem Bogen, mein Freund. Hi, was geht ab? Ich bin's, Ryan. Hast du eventuell Bock, schnell zu sterben? Jetzt bin ich auf nee, jetzt hat er mir den Kill. Ich glaube es nicht, Leute, der hat mir den Kill weggesnackt. Egal, dann snacken wir uns den jetzt hier, zack. Der ist im... Ach, der hat sich mit einer Enderperle geworfen. Wir werden uns da mal ganz kurz hinterher und ich komme da nicht mehr ran und der wird weggeportet. Das ist natürlich super, aber der Typ, der hat auch keine Rüstung und wow, hallo, was geht denn bei dir ab? Wo kommst du denn auf einmal her, mein Freund? Dich müsste aber eigentlich auch killen können. Perfekt, Leute, ich weiß doch gar nicht, was ich von diesem Kit jetzt halten soll. Irgendwie ist es ganz cool, ja. Irgendwie ist es ganz nice, das Kit, aber ich weiß auch nicht, ob das dann wieder ultra nice ist. Ich kann es halt noch nicht so richtig einschätzen. Wir haben den Sieg damit geholt und es macht auch wohl Spaß, aber ich glaube, eins meiner Favorites wird es auch auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist ganz witzig, wenn man vielleicht irgendwie ein paar Leute trollen möchte mit seinen Doppelgängern dann, ja, dass man da so ein paar Doppelgänger erstellt und dann sich über die Leute lustig macht, die halt den falsch hinterherrennen oder sowas, dass man so ein bisschen Endergames Trolling mit dem Kit machen könnte, theoretisch. Und so für ab und zu ist es ganz cool, aber zum Beispiel so als Main-Kit, sage ich mal, oder sowas, könnte ich mir das Ganze hier dann wieder nicht vorstellen. Gibt es jemanden von euch, der nur mit dem Schattenkit spielt? Wenn ja, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ich hätte mir eigentlich mal die Top 5 angucken müssen mit dem Kit, ob da irgendwer ist, den man halt kennt vom Namen her. Ich weiß nicht, ich kann das bis jetzt halt irgendwie richtig schlecht einschätzen, ob das Kit jetzt gut ist im Endeffekt oder nicht. Es kann halt gut für Verwirrung sorgen, aber keine Ahnung. Irgendwie überzeugt es mich noch nicht so ganz. Aber allein diese Idee von dem Kit finde ich halt trotzdem richtig cool. Das erinnert mich auch ein bisschen an Naruto. Ich habe zwar früher nicht so viel Naruto geguckt, muss ich ehrlich sein, aber ein bisschen was. Und da gab es ja auch dieses Ding ins Doppelgänger. Oh, hi. Was geht ab? Wie geht's? Du hast aber eine hübsche Hose da und hübsche Schuhe. Die hätte ich auch ganz gerne. Ich hätte ganz gerne überhaupt mal eine Hose. Oh, ich werde angegriffen. Ich renne erstmal weg und loote die Chest, okay? Leute, ich bin direkt in den Gegner gespawnt worden und ich weiß nicht, was der für Stuff hat. Der hat guten Stuff anscheinend. Ich habe aber noch einen Speedblock mit drin. Jawohl, der ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrt durch die ganzen Klone, die ich gespawnt habe. Und renne jetzt auch dem Falsch hinterher. Ich bin in Lava gegangen. Warte mal. So, zack. Und jetzt ist hier noch jemand. Was passiert denn hier? Viel zu viele Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt wieder mit einmischen will. Aber der brennt auf jeden Fall immer noch. Ist das ein Kumpel von Mofarider, der mit mir teamen wollte jetzt? Ich bin mit... Oh, wow. Er ist noch gestorben. Oh, Mann. Ich habe ihn extra nicht weiter angegriffen, weil ich mir nicht sicher war. Weil das hatte vorhin noch jemand mit Pfeil und Bogen auf mich geschossen, aber mich dann in Ruhe gelassen. Vielleicht war er das. Ich habe ihn extra nicht mehr geschlagen, aber er ist leider noch verbrannt. Es tut mir leid. Vielleicht wollte er mich auch nur retten. Okay, da wird schon wieder auf mich geschossen von Weitem. Der kommt jetzt auch direkt hier hin. Wir machen einfach direkt mal so ein paar Klone, geben ihm eine kleine Kombo. Okay, es war eigentlich keine Kombo. Ich habe ihm zwei Hits gegeben. Aber egal, wir haben ihn direkt bekommen. Der hatte aber, glaube ich, gar nichts, was ich brauche. Doch, ein verzaubertes Dia-Schwert sehe ich da, glaube ich, gerade drin. Gib mir das mal ganz schnell, bevor ich weggeportet werde. Und ich glaube, da war auch noch irgendwas anderes Cooles. Ich weiß da. Splash Potion of Poison. Oh, lol, Mofarider. Alter, richtiger Jumpscare. Der steht auf einmal einfach hinter mir. Hallo. Leute, es sind nur noch Mofarider und ich am Leben. Da kriege ich aber direkt wieder Flashbacks, ja, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, war es im letzten Part oder sowas? Ich meine, ich hatte vor kurzem schon mal so eine Finale gegen Mofarider und dann haben wir leider verloren. Und ich glaube, das wird jetzt wieder passieren, weil der hatte ziemlich gute Dia-Rüstung und ja, ich nicht. Da ist er auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt fight. Ah, oh, der hat mir eine... Alter, der hat mir einfach eine Chestplate mitgebracht. Ich glaube es nicht. Ehrenmann. Ehrenmann, Dankeschön. Problem ist, ich werde ihn gleich mit so einem Poison-Trank abwerfen und ich fühle mich jetzt schon schlecht, wenn ich das mache, weil der hat mir gerade noch eine Chestplate gegeben. Das kann ich eigentlich nicht machen jetzt. Okay, Leute, wir fighten jetzt. Los geht's. Oh, nein. Er hat direkt da seine Bögen. Egal, komm. Junge, die ganzen Doppelgänger, Leute. Ich habe so viele davon. Let's go. Right.
meine Doppelgänger-Armee. Oh, ich habe schon zu viele um mich drum herum. Der weiß doch jetzt gar nicht. Okay, doch, er weiß, welcher der richtige ist. Ich muss jetzt leider so assi sein. Und ich habe nicht getroffen. Egal, ich fühle mich gut, ja, dass ich nicht getroffen habe, weil das wäre auch ziemlich gemein gewesen, glaube ich, mit diesem. Oh, das war auch knapp mit dem Poison-Trank. Ah, ich hasse das mit Lava-Eimern in der Nähe von Schnee. Das ist so nervig, die da irgendwie richtig zu placen oder sonst was. Kannst du mal aufhören, mich hier... Wieso brenne ich denn jetzt? Ach so, oh, was? Wie gut ist das denn? Das wusste ich... Oder ich glaube, es hat mir schon mal jemand geschrieben, aber ich habe es vergessen. Wenn man Pfeile schmeißt... Oh, ich hätte die Lava nicht placen dürfen. Wenn man Pfeile schmeißt, Leute, durch Lava durch, dann fängt man an zu brennen, ja? Dann fängt man einfach an zu brennen. Ich habe ein kleines Problem jetzt. Ich werde sowas von sterben, glaube ich. Jetzt rennt er wieder ein bisschen weg hier. Ich darf nicht in der Nähe von der Lava sein. Ansonsten ist er... Oh, der hat mich in die Border gekickt. Und sein Gold... Okay, ich bin tot. Der hat sein Goldapfel auch noch durchbekommen. Ich muss mal ganz kurz wegrennen hier. Rückzug, Leute. Okay, er weiß trotzdem, welcher ich bin. Ich bin sowas von down jetzt. Vielleicht, ich habe ihm nur 2,5 Herzen Schaden gemacht. GG. Oh, Leute, da vorne haben wir den nächsten Gegner. Los, meine Schattenarmee. Auf geht's nach vorne. Ich bin zu langsam, um ihm vernünftig hinterher zu kommen. Ich hatte gerade noch einen Speedbuff, aber der ist jetzt irgendwie abgelaufen. Und, schnell, wieder hier so eine kleine... das ist jetzt sehr blöd gelaufen. Im Wasser kann ich halt wirklich gar nichts machen hiermit, weil im Wasser sind meine Klone direkt weg. Hallo, na? Okay, wir lassen den Gegner jetzt mal hier rüberkommen. Der wurde zum Glück gerade noch getaucht. Jetzt gibt er mir seinen Dia-Helm. Ich habe extra einen Goldapfel gegessen, weil ich dachte, wir fighten jetzt krass, aber jeder will mit mir Team. Ich weiß auch nicht genau, was er jetzt macht. Spielen wir jetzt Bad Wars oder was? Oh, Leute, No Shift haut er raus. Dann lassen wir die beiden da vorne jetzt erstmal fighten. Ja, die kämpfen sogar direkt. Nice. Dann gucken wir uns das mal an hier. Gucken, wer er wehrt sich gar nicht, oder? Der will auch mit ihm Team. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon wieder im Finale und er hat gute Dia-Rüstung, das gefällt mir nicht. Also Dia-Schuhe und Dia-Helm. Und ich habe halt einen Dia-Helm und Goldschuhe. Wir müssen schnell kämpfen, Junge. Mein Goldapfel-Buff, er hält nicht mehr lange. Ich schreibe mal in den Chat, machen wir schon Go? Komm schon, lass uns Go machen. Mein Goldapfel-Buff ist bald weg. Gleich schreibt er, nein, mein Buff hält nur noch 35 Sekunden. Leute, er hat mich durchschaut. Wie lange hält denn so ein Trank der Regeneration? Eine Minute. Dann trinke ich den jetzt. Er hat Good Luck geschrieben. Heißt das, wir machen... Heißt das, wir fangen an? Okay, ich glaube, wir fangen an. Dann trinke ich jetzt den Trank. Los geht's, Leute. Oh Gott, ja, ich wurde direkt getauscht. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber egal. So, dann spawnen wir immer nebenbei so ein paar Viecher von uns hier im Kampf. Ein paar Doppelgänger, noch mehr. Dann die Lava hat leider verfehlt. Dann spawnen wir jetzt nochmal ganz viele Doppelgänger, wodurch ich auch leider nichts sehe. Wir spawnen nochmal ganz, ganz viele. Und ich habe die einfach nur selber irritiert. Ich habe ihm auch nur 2,5 Herzen Schaden gemacht. Mofa Rider, davor habe ich auch schon nur 2,5 Herzen Schaden gemacht und ihm jetzt auch. Also wir hatten jetzt 5 Runden. 4 davon liefen eigentlich relativ schlecht und eine haben wir gewonnen. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Mein Kit ist es auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, so zur Abwechslung ist es ganz cool. Ich würde sagen, Leute, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, ob ich noch das Random Kit einmal benutzen soll. Das Random Kit und ob ich nochmal die Starter Kits zeigen soll in der Kit-Serie. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.